Ja, guten Tag, geschätzter Teamleiter, werte PUs und Teamleiter PU. Mit diesem kleinen Instruktionsvideo möchten wir euch eine Anleitung liefern zur Erfassung des begleiteten Dienstantrittes via Microsoft Forms. Die Ausgangslage ist folgende. Laut einer Vereinbarung mit dem Bundesamt für Verkehr muss das Fahrpersonal zweimal im Kalenderjahr durch den Vorgesetzten, das ist der Teamleiter der PU oder der Teamleiter PU, beim Dienstantritt begleiten. Diese Erfassung der Begleitung erfolgt nun online via Microsoft Forms. Das heißt, dass die Erfassung kann geräteunabhängig, postnetzunabhängig, mit einem Smartphone, mit einem Tablet, an einem Computer, Laptop erfolgen, solange das Gerät eine WLAN-Verbindung hat oder und internetfähig ist, funktioniert das Ganze. Die Links, indem ihr die Erfassung vornehmen könnt, die haben wir euch zugestellt. Wichtig ist, dass ihr diese Links den zuständigen oder ausführenden Personen weiterleitet und sie nicht zu fest streut, damit effektiv nur diese Personen Zugang zum Portal haben, die das auch wirklich ausführen müssen. Wir arbeiten zu Schulungszwecken auf einem Test-Account. Ich gehe jetzt, es gibt zwei Testaccounts. Einer dient der Erfassung des begleiteten Dienstantrittes sowie fakultativ der Begleitfahrt. Der zweite Link, der dient der Auswertung des begleiteten Dienstantritts. Wir schauen uns jetzt beide Links rasch an. Ich beginne mit der Erfassung. Durchklicken auf den Link befinde ich mich jetzt auf dem Test-Account. Wurde jetzt für die Betriebszone Frauenfeld entwickelt. In etwa so sieht dann der scharfe Account für eure Betriebszone, für euren Betrieb aus. Das Vorgehen ist ganz simpel und wirklich einfach. Als erster Schritt müsst ihr euch identifizieren, indem ihr euren Namen angebt. Also wer ist die Person, die das Ganze erfasst? Das wäre jetzt der Max Mustermann als Beispiel. Als zweites müsst ihr euch entscheiden, was ihr erfasst. Erfasst ihr einen begleiteten Dienstantritt mit der Option vielleicht in Kombination mit einer optionalen Begleitfahrt oder erfasst ihr nur eine Begleitfahrt? Wir spielen beides einmal durch. Ich entscheide mich jetzt im ersten Schritt für den begleiteten Dienstantritt. Anschließend klicke ich auf Weiter und muss mich jetzt entscheiden, bei welchem Betriebshof arbeitet die betreffende Person. Wir nehmen da beispielsweise Regie Kreuzlingen, klicken auf Weiter und jetzt müssen wir aus einer Dropdown-Liste den betreffenden Mitarbeiter auswählen. Ich habe mich hier für einen entschieden. Die Nachführung und Datenpflege dieser Liste erfolgt zentral von Seiten Hauptsitz, also mit der ganzen Datenerfassung und Datenverwaltung. In diesem Account habt ihr nichts zu tun. Nachdem ich mich für den Mitarbeiter entschieden habe, klicke ich wiederum auf Weiter und dann kläre ich ab, ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einen Führerschein dabei hat. Das sollte im Idealfall der Fall sein. Die Frage hier beim Führerschein nach dem Ablaufdatum. Die stellt sich vor allem bei Grenzgängen, bei ausländischen Führerscheinen und nicht bei einheimischen Führerscheinen. Deswegen handelt es sich hierbei auch nicht um ein Pflichtfeld. Die Pflichtfelder, die sind da jeweils mit dem roten Sternchen markiert. Also kann ich hier gleich wieder auf Weiter klicken.
Die Frage nach dem CZV-Ausweis, nach dem Fahrerqualifizierungsnachweis, hat der Fahrer, die Fahrerin ihn dabei? Ja, kann ich ihn erfassen? Mit oder muss ich ihn erfassen? Es ist ein erforderliches Feld. Das heißt, ich muss die FAK-Nummer hier notieren. Ja, zu finden ist die Fahrerqualifizierungsnummer auf dem Ausweis unter Punkt 5a. Ich muss das Ablaufdatum erfassen. Ich gebe hier eine fiktive Nummer ein: 000111234. Ablaufdatum gebe ich auch ein fiktives vom heutigen 22. Juli ein. Dann klicke ich auf Weiter. Ich beobachte den Fahrer, die Fahrerin bei der Durchführung des Sicherheitschecks. Läuft da alles ordnungsgemäß? Wenn dies der Fall ist, kann ich Ja klicken. Wenn dies nicht der Fall ist, kann ich hier schreiben, was die entsprechende Maßnahme daraus ist durch den nicht ordnungsgemäßen Ablauf des Sicherheitschecks. Ich entscheide mich jetzt aber für den Idealfall. Der Sicherheitscheck wurde korrekt durchgeführt, also kann ich wieder auf Weiter klicken. Der begleitete Dienstantritt, wenn ich nur diesen durchführe, ist er hier eigentlich schon beendet. Ich kann sagen, gut. Ich habe das gemacht, ich habe die Ausweise kontrolliert, habe den Sicherheitscheck überprüft und kann das Ganze beenden und absenden. Falls ich den Fahrer oder die Fahrerin anschließend noch auf eine Begleitfahrt begleite, kann ich hier mit Begleitfahrt erfassen weiterfahren. Wir schauen uns jetzt aber nur den begleiteten Dienstantritt an. Drücken auf Absenden und dann ist das Formular entsprechend gespeichert im System und eure Arbeit ist hier bereits erledigt. Durch Klicken auf Weitere Antwort senden könnt ihr wieder von vorne beginnen und für eine zweite Person allenfalls das Ganze wieder nacherfassen. Wir gehen ganz zurück auf Feld 1, starten jetzt hier noch einmal und möchten nur eine Begleitfahrt erfassen. Das heißt, ich habe hier als erfassende Person Max Mustermann, habe ich die Möglichkeit jetzt nur eine Begleitfahrt zu erfassen, wie schon gesagt. Ich klicke auf Weiter. Den Name, Vor- und Nachname des Mitarbeiters, den ich jetzt begleite, den muss ich manuell eingeben. Das wäre jetzt der Fritz Meier beispielsweise. Ich muss mich wieder entscheiden, bei welchem Betriebshof ist der betreffende Fahrer tätig. Hier entscheide ich mich jetzt für die Regie Weinfelden. Ich klicke auf Weiter. Und jetzt findet quasi die Bewertung dieser Begleitfahrt in stark reduzierter Form statt. Das heißt, es wird mal gefragt, gut, was macht der Betreffende, die Betreffende für einen allgemeinen Eindruck? Stimmen die Bekleidungsvorschriften? Ist die Person entsprechend auch gepflegt in ihrem Erscheinungsbild? Ich habe die Möglichkeit hier mit 4 Sternen eine Bewertung vorzunehmen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Person ein sehr guter Eindruck hinterlässt. Die Frage nach den Namensschildern, sind die vorhanden, sind sie korrekt angebracht an der Kleidung, sei es an der Jacke, am Gilet, vielleicht auch noch im Fahrzeug, falls das noch nicht über ISA abgedeckt ist. Wir gehen jetzt auch hier davon aus, dass das der Fall ist. Hier hätte ich jetzt noch die Möglichkeit, allenfalls zusätzliche Bemerkungen anzugeben. Des Weiteren, oder wir können jetzt auf Weiter klicken. Dann geht es um die Fahrweise des Mitarbeiters. Sagen wir jetzt, der fährt 3 Sterne, hat noch ein bisschen Verbesserungspotenzial
in Sachen umweltbewusste Fahrweise, die Vorschriften zur Benutzung des Radios und der Kopfhörer hält er aber ein. Ich kann hier vielleicht sagen, Potenzial nach oben, Punkto Echo Drive, das so erfassen, weiter klicken, dann entscheiden, wie ist der, das, die betreffende Person im Umgang mit den Fahrgästen. Er war sehr freundlich, hat die meisten Fragen beantworten können, bedient die Kassensysteme, sei es MIT, sei es ISA, sei es die Fahrzeugsysteme sicher. Auch hier hättet ihr noch die Möglichkeit, eine Bemerkung anzugeben und dann könnt ihr bereits absenden und diese Begleitfahrt wäre somit eigentlich schon im System erfasst. Ihr seht, es ist keine Hexerei. Das Ganze findet auch in einem stark abgespeckten Rahmen statt, sodass die Erfassung eigentlich leicht von der Hand geht und schnell durchgeführt werden kann. Wir schauen uns jetzt das Ganze auf der Ebene noch der Auswertung an. Auch hierzu habt ihr einen Link zugesandt erhalten, wo ihr die Auswertung auf euer Gebiet, auf eure Betriebszone bis hin auf euren Betriebshof jeweils euch anschauen könnt. Stand heute ist die Auswertung auf Fahrerebene noch nicht möglich. Allfällige Änderungen sind schon angedacht und würden dann über den Superuser-Betrieb jeweils kommuniziert werden. Das, was ihr hier seht, das ist jetzt die Auswertungsplattform. Ihr seht, es sind hier bereits 119 Antworten eingegangen in diese Testplattform. Die letzten zwei wurden von Max Mustermann abgegeben. Und jetzt haben wir hier einfach eine grafische Auswertung über diese Betriebszone Frauenfeld mit den entsprechenden Betriebshöfen, die da angegliedert sind. Ihr seht, je nachdem, wo ich mich befinde, zeigt es mir automatisch an, um welchen Balken es sich handelt. Es sind die Fahrer entsprechend aufgelistet, sowie die Anzahl der eingegangenen Erfassungen. Das alles schön sortiert nach den einzelnen Betriebshöfen, bei denen die Fahrer zugeordnet sind. Wir haben hier die Auswertung in Bezug auf die Mitführung des Führerscheins, der Ausweise, alles grafisch dargestellt. Ich denke, das ist selbstredend. Schaut es euch mal an. Wie gesagt, die Auswertung auf Ebene Fahrer ist angedacht. Da werdet ihr noch informiert werden dazu. Und das ist eigentlich schon alles. Falls ihr jetzt noch Fragen haben solltet, trotzdem oder vielleicht auch gerade wegen des Ganzen, ihr könnt euch jederzeit einerseits an den Superuser des begleitenden Dienstantrittes des Gebiets Mitte wenden. Ihr könnt euch an euren zuständigen Betriebs- und Praxisausbilder melden. Sie stehen euch gerne zur Verfügung, falls noch Fragen auftreten sollten. Wir danken euch ganz herzlich für eure Unterstützung bei der Umsetzung und wünschen viel Erfolg. Besten Dank.